Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bistro Heroes. Wieder ein Weilchen gespielt. Um genau zu sein, 13 Tage, glaube ich, tatsächlich. Also war wieder sehr, sehr aktuell, muss man dazu sagen, dann sind wir. Hab auch ein bisschen Gold gefarmt. 550 Millionen Gold, die wir natürlich investieren können, genauso wie 5000 Gems, wovon wir 2200 immer noch nicht nutzen werden. Ich habe jetzt auch den Support angeschrieben, hier über das Ticket-Dingensen. Die haben mir tatsächlich noch nicht geantwortet. Ich glaube, das habe ich vor einer halben Woche gemacht. Woche. Keine Ahnung, scheinbar interessiert es irgendwie keine Sau und meldet sich auch irgendwie keiner. Naja, wenn sich irgendwie Ende des Monats keiner meldet, sie haben noch 4 Wochen Zeit, dann gebe ich die Gems aus. Und weil es mich nervt, dass da oben ständig dieses hässliche Ausrufezeichen ist, das nervt mich. Es gibt aktuell ein neues Event und zwar das Chinese Zodiac Garden Event. Ja, wir haben jetzt schon 4090 von den Dingern. 620 können wir noch kriegen. Und wir können uns natürlich hier davon einige Costumes kaufen. Um jeweils 2%, glaube ich, dazu zu kriegen. Ja, war das das hier gewesen? Ja. 2% haben wir dazu bekommen. Ist okay. Ist okay, kann man machen, wa? 26.170. 26.480. Easy going, ne? Was man gekauft. Warum nicht? Wir können auch ein bisschen diese Gems raushauen, um ein paar neue Klamotten zu bekommen. Und auch wieder hier ein paar Prozente. 1,8% dazu, sehr schön. Und wir haben noch ordentlich Verbände für die Duplikate bekommen. 26.760. Ich glaube, danach darf ich nicht mehr öffnen. 26.760 auf 27. Das ist aber viel gewesen. Ja, 4 Duplikate, alles klar. Sogar ein SS-Item bekommen. Krass. Ein hoher Wert. So, wir haben Achievements. Und zwar Stamina nutzen. Easy. Hier mal ein paar Gems. Ist wirklich nicht viel. So, Fishing Bait benutzen. Also 15 Tage sogar scheinbar. Das kann man immer ganz gut nehmen. Ich mache nämlich täglich diese 100 Köder, die ich nutze. Kann man also da ganz gut ableiten. Hier ist es 13 Tage, 13 oder 15 Tage? Ich glaube, es waren 13 Tage. So, jetzt haben wir die Complete Ancient Relics Zeit. Das heißt, also einfach den Dungeon zu machen, wo wir Relics bekommen. Und dann haben wir noch einmal die Waffen, Rüstung schmieden. Wir können es theoretisch nochmal machen. Ja, komm, wir machen es nochmal. Let's go. Garantiert A oder höher. Als Tier, wenn wir das natürlich doppelt kriegen, ist das doof. Aber was ist denn halt so? Ja, duplicated, alles klar. 3 Duplikate, aber immer 1,6%. Das ist okay. Fast 100% on top nochmal dazu. Wir können sogar nochmal. Wir machen es noch einmal. Dann haben wir nämlich 2400 Gems darüber. Damit die können sie meinetwegen gerne mal abziehen. Ansonsten nehme ich sie das nächste Mal mit. Und jetzt kriegen wir nochmal 1,75%. Nur 2 Duplikate. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Und das werden wir natürlich auch noch machen. Und zwar unsere Helden aufrüsten. Wir haben nämlich jetzt 2710 Verbände. Wo wir einfach mal, keine Ahnung, hier. Und die können wir nämlich noch holen. Hier aber 2% nochmal dazu. Sehr schön. Gut, Frangers brauchen wir tatsächlich aktuell nicht. Das können wir auch noch nicht. Oder bringt uns auch nichts. Heroes. Ich habe auch 450.000 von diesen Kristallen. Irgendwo konnte man hier auf unsere Währung hingehen, was wir alles so haben. 2670 von diesen Zahnrädchen. 450.000 von den Kristallen. Und 343 Artefaktscherben haben wir. Ja, das heißt also, wir können hier ordentlich was. Ich habe vieles bekommen und natürlich auch vieles aufgelevelt. Das ist aber interessant. Hier können wir noch das hier aufleveln. 300 kostet das. What the fuck? Und ich denke mal, wir werden auch mal so ein bisschen versuchen, dass so Level 3 haben wir schon. Relic Shard Gain a Month finde ich ganz cool. All Heroes Attack. Plus 3, okay, dann wäre es plus 4%. Was haben wir? 28, 23? 28, 42, alles klar. Heroes Harpy können wir noch erhöhen. Ja, nö, ist mir zu teuer. Haben wir hier noch Schönes? Ah, ist auch zu teuer. Ja, ansonsten, aber wir haben noch 253. Was machen wir denn da? Heroes Attack? Ach komm, die kosten alle nur 5. 153 haben wir noch. Ja, nochmal die HP mitnehmen. So, und dann haben wir noch, wie viel? 33 dann noch. Schade. Schade, schade. Gut, was haben wir hier?
Oliver Sub, ja, hier haben wir auch noch was. Und hier haben wir. Verdammt nochmal. Gut, wir haben noch 2670 Relics. Ich würde ganz gerne einmal die Movement Speed vielleicht auch noch 5. Die Barriere. Bisschen hiervon. Dass wir regelmäßig Leben wieder kriegen und der Rest wollen wir mal in Damage Boost, Damage packen. Uff, ist überhaupt nicht teuer oder so. Gut, wir haben noch 30.670 und wir kriegen jetzt ordentlich was dazu. Wir haben 550 Millionen Gold, die wir investieren können. Wir machen jetzt einfach mal ordentlich was hier in den Schaden hinzu. 35.000, 36.000 Schaden, 37.000, 38.000, 39.000. Mensch, das flutscht der. Machen wir 280, würde ich sagen, oder? Erstmal. Und dann machen wir hier noch ordentlich was dazu, weil wir brauchen natürlich auch Leben, sonst sterben wir immer ganz schnell. Deswegen müssen wir hier unsere Armor verbessern. Wir haben immer noch 275 Millionen Gold. Also immer noch ordentlich, was wir hier investieren können. Wir haben eine Stärke von 48.000, von 49.000. Und jetzt haben wir eine von 50.000 Stärke. Das ist doch schön. Dabei haben wir die Kristalle noch nicht mal benutzt. Das heißt also, wir werden jetzt ordentlich weit kommen. Machen wir auf 250 und der Rest werde ich in Schaden investieren. Alter. Ich entschuldige mich für diese wiederkehrenden. Oh, wir kriegen jedes Mal 1,25% dazu. Ist ja irre. 0,5%. 50.000. Ne, 500 Average Power, oder? Das sind 58.000. Ding, ding, ding. Wir behalten noch ein bisschen Geld wegen dem hier. Ne? Dish Sales, Speed und so weiter. Alter, wie viel Damage wir dazu bekommen, ist ja abartig. Und wir können durch unsere Helden noch aufrüsten. Die werden wir noch ganz kurz hier aufrüsten. Und zwar werden wir es mal alle auf 40 machen. Die Frage ist, reicht das? Na, reicht wahrscheinlich nicht aus, was ich an Kristall habe, wa? Ich glaube, ich habe jetzt 50.000 raushauen müssen. Für die. Weil ganz ehrlich, eigentlich müsste ich die ja weiter verbessern, die ich halt hauptsächlich nutze. Und da finde ich halt die am geilsten. Was ist hier? Meckert er so. Ah, klar, machen wir. Wenn ich die jetzt nämlich noch aufrüste, würden wir deutlich mehr Schaden kriegen. 10, 0,1a kriegen wir dazu. Aber ich hätte natürlich ganz gerne auch alles auf 40. Finde ich auch gut, weil ich nutze sie ja regelmäßig für irgendwelche Dungeons und so weiter. Ach, egal. Wir machen das mal auf 40. Danach dürfen wir unsere eigenen Charaktere verbessern. So. Ist noch 30. Mode Elektroschock. Man weiß ja nie, welche man als Empfehlung. Oh, fast zu viel geklickt. Was man als Empfehlung bekommt, weißt du? Und wir haben 65.000er Schaden. Das bringt natürlich überhaupt nichts, weil die einzelnen Charaktere. Ich kann ja nicht alle Charaktere gleichzeitig nutzen. Aber wir können die sogar schon alle maxen, kann das sein? Wäre natürlich cool. Dann hätten wir das alles maximiert. Wie können sie maximieren? Da haben wir noch ein paar Punkte übrig. Die werden wir vielleicht unseren Bogenschützen geben. Da, ich glaube, den nutze ich eh ziemlich oft. Die haben jetzt. Ne, gar nicht identisch jetzt. Ah, also sie können tatsächlich alle identischen Dings erhalten, identischen Schaden. Also hier kann man nicht sehr viel individualisieren. Wir nehmen das noch mit, weil wir die Water Barrier haben. Let's go. Und dann wir einfach eine unglaubliche Power dazu bekommen. Und die werden wir jetzt natürlich nutzen. Um hier weiterzumachen. Theoretisch könnte ich hier. Ich habe ja, wie ihr seht, 568 extra Energie. Die könnte ich theoretisch investieren, um mir diese Tickets zu kaufen. Allerdings brauche ich 15 Tickets. Das ist echt widerlich. Aber wenn ich jetzt 15 Tickets kaufen möchte, muss ich halt 100 noch was Energie raushauen, die extra Energie. Aber wir machen es mal. Let's go. Lass mal den hier machen. Start Battle. Dann nehmen wir natürlich noch die Empfohlene mit. Let's go. Witzigerweise habe ich die gar nicht dabei. Star Battle! Yay! Wir können also heute einmal rein in das Ding. Uff, wir haben uns also 9 Minuten lang geupgradet. 9 Minuten lang ununterbrochen geupgradet. Wir werden ja wahrscheinlich alle Insta töten. Machen wir mal gar nichts. Machen ein bisschen Schaden, muss man dazu sagen, ne? Hier noch eine größere Barriere dazu. Okay, wir machen ein bisschen Schaden. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, ein bisschen. Oder was heißt versuchen? Ich werde jetzt weiter runtergehen im Dungeon. Ohne euch. Ist das so?
Damit ich euch immer das, die harte Erfahrung zeigen kann. Die harte Erbarmung. Alter, der Schild! Ah, damit wir natürlich alles wieder dann das nächste Mal nutzen können. Jetzt werden wir auf jeden Fall noch das Dings weiter clearen. Logisch. Elfen City und so weiter. Ist ja klar. Gewonnen! Wir sind wieder ein Stückchen nach unten gekommen. 71 Zahnrädchen gibt es dafür. 210 Meter ist das nächste. Alles klar, wir können den Boss dann eigentlich auch killen, man. Let's go. Wir haben 70.100. Da gibt es richtig fette Clear Rewards. Clear Rewards. So. Das wird heftig werden. Ich hoffe, wir können ein paar Bosse killen. Das wäre ganz cool. Ich weiß gar nicht, was die da macht. Achso, ich glaube, ich muss durchhalten. Ah, ne, doch, ich muss den killen. Alles klar. Ich kann ihn killen. Ich muss ihn killen innerhalb dieser Zeit. Alles klar. Und wir heilen uns natürlich extrem krass durch diese ganzen Relics und so. Ne? So, naja, meine Tornpuppe. Die Tornpuppe sorgt dafür, dass er die ganze Zeit die Puppe angreift statt mich. Was natürlich mega gut ist. Aber das Wichtige ist halt nicht, dass wir diese Dinger bekommen, sondern jedes Mal Dash Ingredient Gain Amount und Dash Sales Price plus 5% dazu. Das ist halt mega nice, weil wir dadurch einfach immer mehr Ressourcen bekommen, wenn ich mal ganz kurz auf die Storykarte gehe. Kriegen wir halt hier 1500 und beim Fleisch, wie viel waren es da? 2500 kriege ich mittlerweile, schon echt heftig. Womit wir natürlich wieder mehr Energie übrig haben und die in Tickets umzuwandeln, um da dann weiter im Dungeon weiter zu tiefer zu kommen. Das ist natürlich mega cool, oder? Bin schon auf, gefällt mir. Gut, dann lass uns doch, wenn wir gleich schon mal dabei sind, einfach weitermachen, oder? Nehmen wir uns hier die anderen mit. So, 70.110, ja, okay. Kriegen wir wieder drei von diesen Reliktdingern. Und wieder ordentlich Juwele. Und Verbände und Holz und wieder 5% mehr. Mega gut. Und die Gegner sterben auch sehr schnell. Aua. Ding, 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 ding. Das haben wir gleich eingesaugt. So, benutze ich schon mal den Skill oder auch nicht. Okay. Okay. Wunderbar. Ich dachte, wir werden jetzt eingesaugt, weißt du? Und wieder 5% dazu. Ne? Dish Including Gainer und Dish Sale Price plus 30%. Das ist schon ein bisschen overpowered, finde ich, ne? Das ist schon etwas minimal heftig, muss man dazu sagen. Aber ich freue mich. Und die Elfenziele bin ich auch gespannt, weil da gibt es ja noch mehr, was wir dann kriegen. Da bin ich gespannt. Eine Vespe. Und Ritas Chapter muss man auch klären. Um uns stärker zu machen. So, wo sind die Bomben? Naja, erstmal kommt das, alles klar. Zack, zack. Ah, die waren noch vom Napalm gekillt oder auch nicht. So interessiert die ab, also uns, mich, um mich auch einfach gar nicht, weil ich sie einfach kille. Den Boss-Gegner. 35%. Heftig, Mann. Guck ich das an. 2500 hat man gerade gehabt. Jetzt kriegen wir 2700 für jede Energie. Das ist schon ein bisschen fies, oder? Muss man schon dazu sagen. Das ist schon krass. Das kann man hier machen eigentlich. Ja, wunderbar. Kann man machen. Wir haben nämlich die Boss-Gegner gekillt. Das heißt also, wir können hier ordentlich weitermachen. Und kriegen dadurch jetzt. Wir haben 12 Energie genutzt. Das ist okay. 19,5 B für 7,5 Stunden. Das ist okay. Das kann man machen. Das gefällt mir. Maxcraft. Das ist wunderschön. Wir werden natürlich noch weiter runtersteigen, ist ja klar. Im Dungeon. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir die Reader's Chapter weiter. Ich bock da auf Reader's Note, meine ich natürlich. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Bistrorius. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.